Kannst du dir einen bellenden Pudel vorstellen? Ich wäre nie gut genug. Lass dich nicht von anderen tragen, weil dein bellender Hund nicht spielen will. Sei kein Spielverderber. Der Teil von dir, der nicht spielen will, ruiniert dein Leben. Ich spreche von einem außergewöhnlichen Leben. Das ist keine verrückte Idee. Es ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Reden wir über das Gehirn. Reden wir über das Ego. Dein Ego ist da, um dir zu helfen. Dein Ego ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist, dass es nicht der Anführer ist. Dein Ego sollte nicht das Steuer übernehmen, denn dein Ego ist ängstlich und begrenzt und defensiv und niemals genug. Niemals genug. Niemals. Es wird nie genug sein. Kennst du den Teil in dir, der sich wie ein Schwindler fühlt? Das ist er auch, denn er ist nicht dein Geist. Er sollte also Angst haben, denn er ist nicht der Fahrer. Diesen Teil von dir hat Einstein wirklich gut beschrieben und uns dabei geholfen, das wunderbar zu formulieren. Er sagte, der intuitive Geist ist dein heiliges Geschenk. Ich spüre das. Dein heiliges Geschenk. Das ist ein Teil von dir, den du in jedem Kurs, den du hier besuchst, in jedem Gespräch, das du hier führst, freisetzen musst. Das ist die Sehnsucht. Aber über den anderen Teil von dir sagt er, und der rationale Geist, sein treuer Diener. Sein Diener. Leider haben wir das Geschenk weggeworfen und sind dem Diener verfallen. Die Art und Weise, wie mein Lehrer dies darlegte, ist großartig. Mein Lehrer sagte, dass dein heiliges Geschenk, dein Geist, einen Diener hat, und zwar deinen bellenden Hund. Dein kleiner bellender Hund möchte der Diener sein, ein Helfer. Aber leider hat uns unser bellender Hund in die Ecke gedrängt. Als erstes müssen wir also den bellenden Hund identifizieren. Was für ein Hund bist du? Ich fange an, was für ein Hund bin ich? Wenn mein Ego ein Hund wäre, welcher wäre es? Es ist ziemlich offensichtlich. Pudel! Pudel, schau sie dir in ihrem Kleid an mit ihrem Pudel! Mein Ego ist ein Pudel und er will schöne Kleider tragen und toll aussehen. Schau, sogar meine Haare sind die eines Pudels. Wir haben alle einen bellenden Hund in uns. Du identifizierst deinen Hund und dann gibst du ihm einen Namen. Mein bellender Hund heißt Fifi. Wenn Fifi die Kontrolle hat, bin ich in Schwierigkeiten. Doch wenn sie meinem Geist dient, geht sie mit mir einkaufen. Es funktioniert. Es ist also wichtig, dass du dein Ego als deinen bellenden Hund identifizierst. Oder als Katze, Papagei oder was auch immer. Sage zu der Person neben dir, ich möchte dir meinen treuen Diener vorstellen. Gib dem Tier einen Namen. Meins heißt Fifi. Wie heißt deins? Wie heißt dein Chihuahua oder dein Schäferhund? Wie heißt dein Mischling? Wie heißt deine Katze? Psst, ich unterbreche deshalb so schnell, weil ich nicht möchte, dass du die Hintergrundstory des Tieres erzählst. Sobald es anfängt zu bellen, wird es dir alles erzählen wollen. Wir sagen also einfach, das ist mein kleiner bellender Hund. Der Chihuahua ist. Und die Sache ist die, du wirst den Hund nicht erschießen. Wir kommen nicht über das Ego hinweg. Es ist nützlich. Es ist dein treuer Diener. Du musst den Hund oder die Katze darauf trainieren, dich zu unterstützen, anstatt deinen Geist zu bekämpfen. Also spüre deinen Geist, gib ihm einen Namen und beginne das Gespräch. Wir werden nie das bekommen, was richtig ist. Du bekommst nur das, was für dich jetzt wahr ist. Was ignorierst du also? Was leugnest du? Auf wessen Erlaubnis wartest du? Was fürchtest du zu sagen? Sag es einfach. Du musst nicht zuhören. Du hast die Wahl. Also mach schon.
Klicke hier, um weitere Informationen zur Mindvalley Membership zu erhalten.